Moinsens, meine lieben Freunde. So, was heute? Heute möchte ich euch eigentlich mal bloß was über euer sinnloses, respektloses und eigentlich völlig unangemessenes Benehmen. Ich möchte euch einfach mal darauf hinweisen. Das Thema ist, wie ihr dann wahrscheinlich schon in der Überschrift lesen könnt, Gronkh und seine Minecraft-Let's Plays und andere Let's Player, die das auch machen. So, es gibt ja Free Gamer und der hat gemeint, ja gut, ich mache jetzt auch mal Minecraft Let's Plays, ist gut, ja, ich mache das für euch, ich nehme mir die Zeit für euch, bearbeite das alles, versuche euch mal einen Gefallen zu tun und fange das an. Was macht ihr? Ihr trittet ihm mit Füßen und sagt, ja, du machst Gronkh nach die ganze Zeit, überall wo du lang gehst. Leute, von Millionen von Minecraft-Spielern hat es natürlich zigtausende, die jetzt ein Strandhaus bauen, was vielleicht so ähnlich aussieht. Hab ich doch selber auch. Also, ich verstehe nicht, wo euer Problem ist. Sag mal, hakt's bei euch eigentlich? Was soll der Scheiß? Ich meine, wenn wir jetzt mal Gronkh angucken, der ist richtig gut, ich finde ihn selber gut, aber es ist noch lange kein Grund, wenn andere Let's Player das machen, dass ich dann sag, hey, du hast ihn nachgemacht. Nee, ich verstehe ihn nicht, dass der das nicht nachgemacht hat. Der macht das schon selber. Der sagt halt bloß, ja, Gronkh macht das auch. Das ist doch nicht, dass er von Gronkh das geklaut hat. Er gibt ja eigentlich bloß Werbung für Gronkh. Oder er macht Werbung für Gronkh, wenn jemand das sagt. Deswegen finde ich das von euch ein bisschen unverschämt, dass ihr das dann so in den Dreck zieht. Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit sowas ist? Vor allem in HD. In HD. Also, nee, das geht einfach nicht. Ihr sagt, ihr tretet das mit Füßen, was andere für euch versuchen zu machen. Es machen andere Videos von Minecraft. Ihr sagt, ja, du machst Gronkh nachher, toll, was soll das? Ja, und jetzt weiter, ich mach weiter und dann? Ja, nichts mehr. Was hat es euch gebracht? Nichts, es nervt halt bloß. Und das ist einfach so ein Ding, was einfach nicht geht, weil das ist so respektlos und also ne. Und ich meine, Pongy zockt, kennt wahrscheinlich auch schon die einen oder anderen. Der macht auch gute Minecraft Let's Plays. Die finde ich auch gut, aber nur weil der jetzt halt irgendwas baut, was der Gronkh mal gebaut hat, sage ich auch nicht gleich, hey, du klaust von Gronkh. Oder wenn Gronkh irgendwas baut, was Pongy gebaut hat, dann sage ich auch nicht, du klaust von Pongy. Die haben kein, da, zum Beispiel, Gronkh hat kein Patent auf sein Wolkenpalazzo mit Wolle. Da hat er kein Patent drauf angemeldet. Also können das, ich meine, Fans von Gronkh werden wahrscheinlich jetzt denken, ja gut, halt die Fresse zusammen. Gronkh hier und du machst noch auch nach. Ist mir sowas von wurscht. Ich lasse mich von sowas schon lange nicht mehr unterkriegen. Von irgendwelchen dummen Kommentaren über mein Privatleben oder über irgendwas, was eben unnötig ist. Und Fans von Gronkh werden wahrscheinlich auch irgendwie eine Strandhütte gebaut haben, die so ähnlich oder fast gen oder genauso aussieht wie ein Gronkh seine. Die werden ein Wolkenpalazzo gebaut haben, die hätten auch so eine Monsterfalle gebaut haben, wenn sie Monsterspawn an der Oberfläche haben. Oder die cheaten sich sogar ein. Da liegt doch nie. Da, denkt doch mal nach, was ihr da sagt. Oder was ihr da macht. Wenn ihr baut doch selber irgendwas in Minecraft, die jetzt Minecraft haben. Und dann werdet ihr doch auch wahrscheinlich irgendwie denken, ja, geil, Gronkh macht das so toll, das will ich jetzt auch machen. Sagt dann irgendjemand, ihr habt's geklaut? Nö. Erst dann, wenn ihr es wieder hochladet, meint wieder welcher, du hast es von Gronkh geklaut, das ist voll unfair. Der macht dir die ganze Mühe. Ja, der macht sich Mühe, der ist gut. Aber wie gesagt, der hat da kein Patent drauf. Also hört auf rumzumucken. Es ist einfach bloß so ein Ding. Wartet, ich kann es euch mal zeigen. Hier. So. Ich habe hier Minecraft. Hier habe ich mein Pokémon. Noch ein paar Parts gestern aufgenommen. So. Gehen wir Minecraft Single. So, hier habe ich nämlich auch noch ganz, ganz viele Parts. Aber hier, ich habe es auch alles schon fein gerendert, so wie man das will. Jedenfalls bis Part 28. Part 29 werde ich heute noch rendern, wenn ich einkaufen gehe. Auf jeden Fall mache ich doch Gronkh auch. Jeder macht Gronkh in gewissermaßen nach. Jeder wird auch mich nachmachen.
jeder macht Free Gamer nach. Also da, das, also sowas regt mich einfach nur auf. Solche Leute, die meinen, die müssen das so machen. Kommen wir zurück zum Hauptthema, Free Gamer. An dich gerichtet, Freaky. Wenn einfach solche Kommentare kommen, block sie und fang bitte nochmal an mit Minecraft. Ich fand deine Minecraft-Let's Plays sowas von gut. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ich kann nicht verstehen, dass es sich aufregt, wenn da irgendwelche Deppen herkommen und sagen, ja, du machst Gronkh nach. Ich weiß, das ist frech und respektlos, aber da muss man einfach drüber stehen, auch wenn es Tausende sind. Ich weiß, es nervt tierisch. Aber wenn du dich so unterkriegen lässt, dann wird's auch nie besser. Wenn jetzt irgendjemand herkommt und sagt, ja, du machst Emero nach mit deinen Mario-Teilen, dann wirst du doch auch nicht aufhören, sondern sagen, ja gut, ich mag jetzt halt Mario und ich werd's auch machen. Ja. Also nochmal, an die ganzen, die jetzt sagen, Gronkh wird nachgemacht, du machst Gronkh nach, alle machen Gronkh nach. Schön, und wenn ich jetzt irgendeinen Witz reiße oder Gronkh den im Let's Play bringe, dann sagen sie auch alle, du hast Gronkh nachgemacht, obwohl ich den Part zuerst gedreht habe. Wenn jetzt Gronkh mich abonniert hätte, wenn, dann wird's auch nicht heißen, du hast das erfunden, Gronkh hat's geklaut, sondern wird's heißen, ja, du hast es von Gronkh geklaut, was soll der Scheiß? Obwohl mein Video zuerst aufgenommen wurde und zuerst hochgeladen wurde. Also da sollten manche mal an ihre geistige Reife denken, wie weit sie überhaupt schon im Kopf sind, weil wenn die sowas machen und meinen, so zu handeln, dann sage ich euch, seid doch nicht vom Kopf so weit, wie ihr denkt. Ihr denkt vielleicht, ja, Genie bin ich, kann alles. Seid ihr nicht, wenn er so reagiert, also. Das nur mal an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte meine Meinung jetzt mal hier gut zum Ausdruck bringen. Ich habe es auch schon in ganz vielen Kommentaren geschrieben. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon mehr als 3000 Buchstaben, Zeichen in Minecraft, in YouTube geschrieben und meine Meinung da vertreten. Ich weiß, dass ich mich jetzt so sprachlich nicht so gut ausdrücke, wie wenn ich schreibe. Aber es muss doch irgendwann mal gemacht werden. Kapiert das eigentlich? Es wird uns allen, unserer Community in YouTube, wird's weiterhelfen. Wenn ihr einfach mal das Maul haltet und das nehmt, was man euch bietet. Und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann sage ich euch eins, macht's einfach besser. Macht's besser und dann reden wir weiter. Fangt an, macht euch die ganze Arbeit, nehmt das auf, tut's bearbeiten, tut's rendern, tut dann noch irgendwie Spezialeffekte reinfügen. Ist mir sowas von scheißegal, macht's einfach besser, wenn ihr schon rumkommt. Weil sowas kann es einfach nicht sein und ich habe mich jetzt auch so oft in diesem Video jetzt wiederholt, das glaube ich jetzt schon gar nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, nochmal an dich Free Gamer, mach einfach bitte Minecraft weiter. Ich fand die sehr gut, deine Let's Plays, und auch wenn du hast viel von Gronkh übernommen, das bestreite ich nicht, ich sag aber nicht, du hast es geklaut, weil so weit sollte man von der geistigen Reife sein, dass wenn man etwas übernimmt, okay, ja, ist auch wieder blöd ausgedrückt, aber fühl gerne, mach einfach bitte weiter mit deinem Gronkh Let's Plays. Scheiße, sorry, es tut mir leid, ich war gerade so neben der Kappe. Nein, das war jetzt blöd. Bitte mach einfach weiter mit deinem Minecraft Let's Plays. Tut mir leid, ich war gerade so in Rage. Also mach bitte weiter, es würde mich wirklich freuen und ich glaube, es wird auch viele deiner Abonnenten freuen, wenn du wieder mit Minecraft anfängst. Weil von dir habe ich zum Beispiel die Idee, ja, ich sag's, ich habe vom Freak Gamer die Idee mit meinem Haus, dass ich da oben halt diese Steintreppen drauf mache, damit es besser aussieht. Das habe ich vom Freak Gamer. Und dass es so übersteht. Der Gronkh hat dasselbe ja nicht gemacht. Der hat ja bloß dieses normale, der hat da keine extra Treppen nochmal draufgesetzt, nein. Und das sage ich jetzt auch, ich habe das vom Freak Gamer, der Freaky, du inspirierst auch ganz viele Leute und wenn du aufhören würdest, dann wäre das genauso, als wenn Gronkh aufhören würde, bloß halt, dass es jetzt nicht in diesem Ausmaß wäre, aber es wäre halt für deine Abonnenten genauso schlimm. Deswegen, du hast ja schon aufgehört, aber mach einfach bitte weiter, es würde mich wirklich und auch ganz viele andere freuen. Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch verabschieden für dieses Video und ich sag, adio Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.